stolz. Ach, die 30 Euro für ein Blaubeder aus. Viel zu teuer sind die Gegen. Wollen wir Bäume selber behalten, um Gurken zu verstecken. Ich kauf mein Holz nicht von außen, kommt gar nicht in die Tüte, dafür hat mein Babuschke genug Holz verloren. Immer wieder gewagt. Er hat Höhen und Tiefen erlebt in Friesenhagen in der Hütte. Und er hat es immer wieder gewagt. Und sein Wagnis hat ihm heute Abend einfach wieder einmal recht gegeben. Du hast genau das getroffen, was dieses herrliche Publikum hier und heute hören wollte. Aber ich kann Ihnen versichern, noch nicht einmal das aufgeeignet. Er macht trotzdem immer weiter. Es gibt keinen besseren Karnevalisten in Friesenhagen wie unseren Michael.